Ja, das ist das Größte. Das ist das Größte von Heiberg-Rassi, das Größte auf dieser Messe. Für manche Leute ist es wahrscheinlich das Größte in ihrem Leben, wenn sie es kaufen. 69 Fuß, echt eine wunderschöne Yacht. Ich finde, die Rumpflinien sind, wenn ihr sie im Wasser sehen könntet, ihr wüsstet, dass sie wirklich, wirklich wunderschön ist. Auf den Fotos sieht man es auch. Hier wahrscheinlich jetzt nicht so, weil da wirkt es, als wäre da sehr, 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 sehr dicker Brummer am Rhein gelandet. Aber das Boot hat eine Klasse, eine Finesse, die sich auch übers Steuern und übers Segeln mitteilt. Es ist das Größte. Wäre es jetzt was für die Masse? Ganz bestimmt nicht, weil 6 Millionen zwischen uns und diesem Boot stehen. Ich finde es aber schön, dass Magnus Rassi diesen Schritt geht und sagt, er definiert sich nochmal nach oben ganz neu. Bisher waren 64 Fuß das Limit, davor waren es 62 Fuß, jetzt sind es 69 und er hat das so erklärt, das ist das Größte, was er bauen kann mit einem Rollmast, weil am Ende des Tages entscheidet das Righting Moment, also das aufrichtende Moment, dass so ein Mast abkönnen muss, bevor er bricht, inklusive natürlich aller Sicherheitsmaßnahmen, Margen, wie groß so ein Boot am Ende sein kann, wie viel Segel es tragen kann. Dieses hier ist wirklich ein Segler, immer noch. Und es ist auch wirklich eine Heiberg-Rassi. Und wir zeigen euch das im ausführlichen Video an ganz, ganz vielen Details. So ausführlich es bei einem Kurzbesuch auf der Boot Düsseldorf eben geht, schließlich wollen noch viel mehr Leute die Königin sehen. Den noch viel detaillierteren Testbericht seht ihr schon bald hier im Kanal, denn wir waren mit Rassis Flaggschiff bereits segeln. Ja, das ist mal ein Vorstagsbeschlag, ne? Da kommt dann die Genua ran. Das sieht eigentlich aus wie auf jedem anderen Boot, es wiegt nur ein Kilo. Gut, was haben wir hier vorne noch? Also wir haben einen Bugspriet, der tatsächlich aussieht wie einlaminiert, der aber nachträglich aufgesetzt ist. Wir können das nachher nochmal von außen zeigen. Das sind von dieser Seite jeweils zwei Bolzen. Das Ding ist also verklebt und verschraubt. Und wir haben da vorne optional einen hydraulischen Code-Zero-Förder. Und weiter vorne kommt noch ein Beschlag für den Genacker, wenn man ihn denn fahren will. Das hier ist ein wahrlich voluminöser Ankerkasten. Da passen, also serienmäßig sind da schon 150 Meter Kette dran. Da passen auch die Fender oder einige Fender noch mit rein. Dahinter kommt, das ist eigentlich das Wichtigste bei Booten dieses Kalibers, die Segellast. Und ich gehe mal runter, weil sonst seht ihr das nicht. Also ich bin 1,85, ich kann fast stehen und wenn ich ganz runter gehe, dann stehe ich auch. Darunter ist der Bugstrahler und Hydraulikleitungen. Und das Fahrrad ist vielleicht auch ganz illustrativ, weil es zeigt, dass man davon ungefähr 10 reinkriegen würde. Aber im Wesentlichen ist es natürlich die Segellast. Also hier kommt ein Code Zero rein und wahrscheinlich passt auch noch ein Genacker im Schlauch mit oben drauf. Ja, diese Teile, davon gibt es hier auf dem Vorschiff alleine, lass mal gucken, 1, 2, 6. Die stören mich so ein bisschen. Also persönlich fände ich das auf so einem schieren Flaschdeck, was so gewaltig groß ist und so majestätisch wirkt, ist für mich so ein kleiner Störfaktor. Das sind Lüfter, die wirklich hervorragend funktionieren. Die sind seeschlagfest, also da kommt nie Wasser durch, weil die beim leisesten Wasseraufschlag verschließen. Und sie sorgen für eine wirklich gute Durchlüftung aller Kammern, ohne dass irgendwelche Elektrik bemüht werden muss. Andere Boote, Nautoswan, Oyster, die lösen das mit Zwangsbelüftung über Ventilatoren. Die saugen quasi permanent Frischluft an und führen sie hinten wieder ab. Bei Booten dieses Formats mit diesen Akkupacks ist das eine absolut gängige Lösung. Magnus hat hier der Technik vertraut, die er von den kleineren Booten, auf den kleineren Booten einsetzt. Irgendwie finde ich das fast so eine Art demokratische Fairness. Warum soll die Königin anders ausgestattet werden als das Volk gewissermaßen?
Auf jeden Fall ist das Ding, was immer funktioniert. Und es funktioniert auch anerkanntermaßen gut. Deswegen funktional gibt es überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber ich hätte sie vielleicht in verchromt genommen oder ich hätte sie am liebsten fast ganz weggelassen. Man kann das auch so lösen. Oyster bietet das an, dass man Lüfter hat, die Pilzlüfter, also nicht Pilzlüfter, sondern Doradelüfter, die noch einen Abweiser oben drüber haben. Und man kann, wenn man im Hafen liegt und sowieso die Klimaanlage laufen hat, dann den Bügel abnehmen und auch die Dorade abnehmen. Und dann hat man auch ein flasches Deck und eine relativ kleine Chromkappe oben drüber. Das ist aber Aufwand. Also das lohnt sich eigentlich nur bei Booten, wo man definitiv Crew mit an Bord hat, die dann den Schraubenzieher in die Hand nimmt und abmontiert. Ganz klasse finde ich beim Thema Zwangsbelüftung, was wir schon eben hatten wegen der Pilzlüfter auf dem Deck. Zwei kleinere Scheiben kann man hier öffnen, vorne. Das ist enorm effizient. Hier kommt wahnsinnig viel Frischluft rein. Und im Cockpit hat man eine ganz breite Scheibe, die zusätzlich, wenn man diesen Dodger, der optional ist, montiert hat, frische Luft der Crew zuführt. Und wir haben hier dazwischen also wirklich sehr große Paneele von Solbian. Das ist einer der besten Hersteller für Solarzellen. Auf dem Dodger sind noch zwei und acht dann über der Eignerkammer sind auch weitere Solarzellen. In der Summe gibt es fast 1000 Watt Peak und deckt so ziemlich den Tagesbedarf für die Servicebatterien. Ja, hier der Blick in die Dinghy-Garage. Zwei sehr große Luken, über die man das Dinghy letztlich auch als Stauraum nutzen kann. Also wenn man längere Seeschläge macht, packt man alles, was man sonst noch so an Ausrüstung hat, aufs Dinghy drauf. Fender haben hier Platz und auch Festmacher. Das Cockpit kennt man im Prinzip von der 57, ist hier aber noch mal geräumiger, länger, breiter. Zwei große Steuerstände, zwei riesige Puls, wo man wirklich alles elektrohydraulisch ansteuern kann. Dadurch, dass man hier noch eine sehr schöne Sitzgelegenheit geschaffen hat, ist im Stehen ein bisschen schwer, die Trimfäden der Genua zu sehen. Du siehst den oberen gar nicht, den mittleren gut und manchmal muss man sich tatsächlich kurz so rauslehnen, um einen besseren Blick ins Segel zu haben. Also für jeden Regattasegler wäre es natürlich nichts, aber diese Boote werden ja eh meistens unter Autopilot betrieben. Also ich habe auf meinem eigenen Boot nicht mal eine Sprayhood. Ich bin jetzt kein großer Fan dieser Einhausung, aber ich muss sagen, ästhetisch ist das wirklich toll integriert. Und wie man sieht, können hier vier Leute entspannt, total geschützt segeln gehen und draußen sein. Das ist echt, ich finde es richtig gut. Und man hat auch keinen Mangel an Frischluft, weil sobald die Scheibe offen ist, die immer offen bleiben kann beim Segeln, es sei denn, man hat Seeschlag, da ist immer für genügend Frischluft gesorgt. Tschüss. Tschüss, Welt. Für schlappe 6 Millionen kriegt man einen ordentlichen Salon, ne? Sollen wir über den Preis reden? Nein. Also, ehrlich gesagt, ich habe ja die vielen Kommentare auf Facebook gelesen und auch unter den YouTube-Videos vereinzelt. Ich finde, wir müssen uns darüber nicht auseinandersetzen. Wir müssen das nicht gut finden. Wir müssen es aber auch nicht bezahlen. Also es ist sowieso ein Boot für vielleicht 5 bis 10 Menschen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Also was soll's? Wer diese 6 Millionen hat, der muss für sich selbst entscheiden, ob das gut angelegt ist oder nicht. Es ist echt teuer, auch im Vergleich zu Wettbewerbern, aber ja, es ist ziemlich einzigartig. Also lasst uns nicht über Geld reden. Hier, schönes Detail. So, da drüben ist übrigens der 50 Zoll Farbfernseher, seht ihr jetzt nur angedeutet. Normalerweise ist hier irgendwo, hier hat Magnus immer seine Fernbedienung, hat er auch. Ah, gucke.
Pantry ist super schön gestaltet, so ein bisschen an der Seite. Man denkt, da ist echt genug Platz, ist auch. Allerdings, wenn man sich anschaut, wenn man hier die Vollausstattung mit Kühlgeräten nimmt, also wirklich 1, 2, 3, 4, 5, das ist schon überüppig. Aber wenn du die hast, dann nimmst du dir natürlich hier diese Fläche und die und diese. Da hast du noch so ein bisschen einen Schwenkwinkel, wo dann nichts Hohes stehen darf, sodass dann die Arbeitsfläche doch schwindet. Also das muss man sich gut überlegen, ob man wirklich die volle Ausbaustufe an Kühlboxen und Gefrierboxen haben will. Auf dem Weg nach Achtern biegen wir noch mal kurz links ab. Nichts Geringeres als ein Volvo Penta D6 6-Zylinder mit 300 PS. Das ist für diese Bootsgröße eigentlich Oversize. Normalerweise reichen da ein 4-Zylinder mit 180 PS. Wie er auch in den meisten Konkurrenzschiffen, also so viele gibt es ja nicht, aber in denen, die wir kennen, verbaut ist. Warum dieses Riesending? Der Grund ist, dass du den sehr drehzahlschonend fahren kannst, weil er einfach so viel Wumms hat. Also wir sind, ich habe die Daten jetzt nicht mehr alle auswendig im Kopf, könnt ihr im Yachttest nachlesen, aber wir sind mit 1500 Umdrehungen meiner Erinnerung nach über 8 Knoten gefahren. Also es ist eine Marschgeschwindigkeit, die phänomenal gut ist und auch wirklich geringen Verbrauch dann garantiert. Reichweite unter Maschine weit über 1000 Meilen, wenn man nicht Vollgas fährt. Willkommen! Das mal ein Zimmerchen, ne? Ja, hier hat man echt nirgends Platzangst, Beklemmungen und man kann sich sogar im Streit aus dem Weg gehen, wenn man eine hätte. Aber worüber sollte man streiten, wenn man so ein Boot hat? Also. Und wenn man sich doch gerade mal nicht mag, kann man sich ja noch eine der zahlreichen vorderen Kojen aussuchen. Steuerbord, Backbord, zwei Gästekammern, eine mit Stockbetten, eine mit einem angedeuteten Doppelbett. Das hat aus meiner Sicht nicht genügend Schulterbreite für zwei Erwachsene. Das ist eine Einschränkung, die man erstmal einfach so akzeptieren muss. Ich hätte das einfach ein bisschen höher gesetzt, dann hätte man in der Schulterbreite fast 20 cm mehr rausholen können. Aber das ist, wie es ist. Also zwei Kinder passen da gut rein oder zwei Schlanke. Ich liebe diese Stockbetten, die sind echt klasse, vor allem auf See. Und wenn man erstmal drin ist, was oben ein bisschen schwerer fällt als unten, dann sind die auch richtig komfortabel. Also die haben mehr als genügend Breite und Länge. Ich finde das schiffig und toll. Dann kommen wir ins Vorschiff. Das wiederum hat Queen-Size-Format. Also ist absolut ausreichend. Extrem viel Stauraum, auch wirklich viel Schrankraum, der ist sogar beleuchtet. Dahinter sitzt ein Inverter und trocknet Kleider, unter anderem. Und dann ein ganz hübsches und bequemes, formverleimtes Hockerchen. Das kann man nach vorne wegklappen, wenn man auf See ist, dann hat man hier guten Durchgang. Kleines Tischchen, so eine Art Schminkpult oder für einen Laptop reicht es auch für ein paar E-Mails. Und wieder eine ausreichend große Nasszelle. Noch mehr verraten wir euch in unserem großen Testbericht, der mitten im eiskalten schwedischen Winter vor Rassis Heimat Älö stattfand. Demnächst hier bei Yacht TV. Also nicht das Abo vergessen und Glocke aktivieren.